Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder Zeit für eine von euren Partien. Und zwar schauen wir heute eine Partie von Kuba an. Kuba ist ein Schachspieler aus Polen. Da freue ich mich natürlich sehr, dass er auch meine Videos verfolgt. So viele, ja, nicht deutsche Zuschauer werde ich nicht haben oder sagen wir nicht aus dem deutschsprachigen Raum. Aber mir hat schon der ein oder andere geschrieben, dass sie ganz gern Schach lernen und Deutsch lernen verbinden. Dementsprechend, ja, das freut mich. Kuba hat mir eine Partie von sich geschickt gegen seinen Freund Noah. Und Kuba hatte Schwarz, das war eine, ja, Trainingspartie. Er meinte, die haben beide quasi ohne Zeitbegrenzung gespielt, aber die Partie dauerte ungefähr 2 Stunden. Also sagen wir so, 1 Stunde pro Person. Und ja, die beiden, also die DWZ-Zahlen von beiden liegen so bei 15, 1600. Also online, ja, könnt ihr wahrscheinlich 200 Punkte draufschlagen. Sowas in dem Dreh. Ich vermute, das repräsentiert ganz gut den Durchschnittszuschauer. Also wird sich der eine oder andere von euch vielleicht ganz gut in dieser Partie wiederfinden. Wir schauen mal, was in der Partie passiert ist. Weiß eröffnete mit D4, Springer F6, C4 und E6, Springer C3 und D5. Ja, Weiß wollte hier offenbar nicht auf D5 schlagen und die Abtauschvariante spielen oder eben Springer schlägt D5 zulassen, sondern hat Läufer G5 gespielt. Läufer E7 und E3. Rochade und Springer F3. Und ich glaube, hier kommt der erste ganz spannende Moment für alle, die diese Eröffnung spielen. In dieser Stellung ist es aus meiner Sicht am cleversten für Schwarz H6 zu spielen. Aber um zu verstehen, warum, müssen wir erstmal schauen, was in der Partie passiert ist. Da kam nämlich B6 und nach C schlägt D5, Springer schlägt D5, kommt ein ganz wichtiger Moment. Hier möchte Weiß nämlich ganz gerne Springer schlägt D5 spielen. Denn nach Läufer schlägt G5 hat man Springer schlägt C7. Sowas wie E schlägt D5, also kann man spielen mit Schwarz, aber Weiß punktet hier ganz gut und mein Geschmack persönlich wäre das auch nicht. Also die Stellung nach Läufer E7, Dame E7, zum Beispiel Turm C1, Läufer B7, Läufer D3 und C5 sind immer ein bisschen besser für Weiß. Schwarz hat hier diesen unschönen Läufer und der Bauer auf D5 kann mal schwach werden, beziehungsweise Schwarz kann hängende Bauern bekommen. Und hier sind einfach schon eine ganze Menge Leichtfiguren getauscht worden. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Stellung nach Springer F3, um zu erklären, wo der Unterschied ist. Also Schwarz würde hier ganz gern H6 spielen. Normalerweise schlägt Weiß hier nicht auf F6, einfach weil man das Läuferpaar gern behalten möchte. Und nach Läufer H4 kommt jetzt der Zug B6. Aber wo liegt denn jetzt der Unterschied? Der Punkt ist, dass nach C schlägt D5, Springer schlägt D5, Springer schlägt D5, Schwarz nun gut Läufer schlägt H4 spielen kann. Warum? Denn nun nach Springer schlägt C7 hat Schwarz den Zwischenzug Läufer schlägt F2 Schach. Und nach König schlägt F2, Dame schlägt C7 ist, glaube ich, recht klar, dass Schwarz hier keine Probleme haben sollte. Die Entwicklung ist sehr leicht, der Springer, ja, kann nach C6 oder D7 und vor allem steht der weiße König eben eine ganze Weile nicht besonders sicher und Schwarz hat auch die bessere Bauernstruktur. Deshalb hier nach Springer F3, wenn man die Variante mit B6 spielen möchte, ist es in jedem Fall ganz clever, den Zug H6 einzuschieben. Aber ja, nach B6, C schlägt D5, Springer schlägt D5 hat Weiß auf E7 genommen. Übrigens auch hier in der Stellung nach Springer schlägt E7. Natürlich ist der Zug H6 nicht unbedingt notwendig, aber er schadet auch nicht. Also wenn man ihn vorher eingeschoben hätte, das meine ich. Okay, Läufer D3, beide Seiten entwickeln sich. Rochade und Springer D7. Turm C1 und C5. Hier machen erstmal beide alles richtig. Nach Springer E4 kommt wahrscheinlich der nächste kritische Moment. Und die Frage, wie sollte man weiterspielen? Weiß hat in dieser Stellung zwei Ideen. Eine ist es natürlich, auf C5 zu nehmen und eventuell die schwarze Struktur zu verschlechtern. Aber es gibt eben auch die Idee, Springer D6 zu spielen. Und ich glaube, das hier ist ein guter Grund für Schwarz, jetzt auf D4 zu nehmen. Der Punkt ist, E schlägt D4 ist nicht unbedingt erstrebenswert für Weiß, dann könnte Schwarz ganz gut diesen Isolani blockieren. Und nach Springer schlägt D4 kann man sofort Turm C8 folgen lassen. Und nach Turm schlägt, Springer schlägt, sieht der Springer auf C8 zwar jetzt nicht so glücklich aus, aber andererseits stehen dafür die anderen Figuren schon ganz vernünftig. Und Weiß hat hier keine große Initiative, weil ja nichts kann so richtig angreifen. Man kann immer H6 oder G6 spielen, wenn es sein muss. Auch Springer F6 ist natürlich möglich. Und hier wurde schon ganz gut abgetauscht. Turm C8 kam in der Partie. Aber Turm C8 hat natürlich den Nachteil, dass der jetzt in diese Gabel reinläuft. Das verliert zwar nicht
Material, aber dennoch gibt es ja schon mal mindestens den Läufer ab. Und hier kommt schon wirklich eine große Frage für Schwarz. Was tut man? Deckt man den Läufer oder spielt man Läufer schlägt F3? Kuba hat sich für Turm B8 entschieden. Wahrscheinlich wäre Läufer schlägt F3 cleverer. Und nach Dame schlägt F3 Turm C6. Der Springer muss ziehen und nach sowas wie Springer B5 kann man Dame B8 spielen. Das verteidigt den Bauern auf A7, bereitet eventuell dann eben anschließend das A6 vor. Und auch Turm FC8 kann eine Idee sein, weil früher oder später wird sich wahrscheinlich die C-Linie öffnen und dann ist es natürlich gut, wenn man die schon mit Türmen besetzt hat. Ja, aber nach Turm B8, Springer schlägt B7, Turm schlägt B7, kann der Turm auf B7 eben mal anfällig werden. Das sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so aus, aber das wird man gleich spüren. Weiß hat hier Springer G5 gespielt. Stattdessen wäre sowas wie Läufer B5 sehr stark gewesen. Der Punkt ist, Weiß versucht hier um die D-Linie zu kämpfen. Zum Beispiel nach Springer F6 kann Weiß auf C5 nehmen und hier sehen wir schon einen positiven Punkt von Läufer B5. Der Turm kann nicht nach D7 kommen. Wenn Schwarz stattdessen auf D4 nimmt, dann nimmt natürlich die Dame, also hier wird man niemals mit dem Bauern nehmen und die Struktur verschlechtern. Und nach Springer F6, Turm FD1 sehen wir auch hier wieder, Schwarz würde gern Turm D7 spielen, kann das aber nicht. Und diese Stellung ist etwas unangenehm für Weiß, für Schwarz, einfach weil Weiß aktiver steht. Ist jetzt alles keine Katastrophe, aber ist nicht so schön. Stattdessen kam aber Springer G5. Und hier hatte Kuba ein bisschen das Problem, dass er wahrscheinlich eine kleine taktische Idee übersehen hat. Wie sollte man hier mit der Drohung gegen den H7 umgehen? Tatsächlich sollte man am besten Springer F6 spielen. Das sieht aber so aus, als wenn das den Bauern auf C5 einstellt. Allerdings wäre hier Turm D7 ziemlich unangenehm für Weiß und hier könnte Schwarz sogar Nutzen davon machen, dass der Turm eben auf B7 stand. Stattdessen kam aber H6 und hier ist jetzt ein spannender Moment für Weiß und hier kommt wirklich ein Punkt, wo wir sehen, dass der Turm auf B7 nicht optimal steht. Weiß spielte hier Dame H5, aber viel besser wäre Dame F3 gewesen. Das greift den Turm an und nach Turm C7 kann Weiß Läufer H7 spielen und auf F7 schlagen. Okay, Schwarz muss nehmen, weil die Dame hängt und hier bekommen wir eine ungewöhnliche Stellung. Schwarz hat zwei Springer gegen Turm und zwei Bauern, aber in dieser Stellung wird sich recht schnell wenigstens eine der Zentrallinien öffnen, wahrscheinlich beide. Und die weißen Türme sind sehr aktiv und dazu hat man eben diese zwei Bauern, deswegen steht Weiß hier wohl deutlich besser. Dame H5 hat die Idee, dass Schwarz jetzt eben nicht schlagen kann, weil dann Matt auf H7 folgt. Aber auch hier haben beide Seiten wahrscheinlich einfach den stärksten schwarzen Zug nicht so richtig ernst genommen. Schwarz hat Springer F5 gespielt, aber Springer F6 wäre hier sehr gut. Und hier konnte ich tatsächlich nicht so richtig verstehen, wo das Problem ist. Die Dame ist angegriffen. Natürlich hat Schwarz vermutlich mit Dame F3 gerechnet. Der Turm hängt, das heißt, Schwarz hat keine Zeit, auf G5 zu schlagen. Aber nach Turm C7 und zum Beispiel Springer E4, hier kann man ganz gut Springer E8 spielen, sogar den Springer noch auf dem Brett behalten, weil plötzlich stehen die weißen Figuren irgendwie gar nicht so toll. Und nach Turm D1, C schlägt D4, öffnet sich die C-Linie. Vielleicht tauscht sich der Turm, Dame C7. Und hier hat Weiß eben das Problem, man müsste jetzt mit den Bauern wieder nehmen. Und dann hat Weiß wieder die schlechtere Struktur. Und Schwarz kann den Springer nach D5 bringen, dann den anderen zurück nach F6. Und am Ende hat man eben einfach gutes Spiel gegen den Isolani. Springer F5 verhindert auch diese matte Idee und droht deshalb natürlich auf G5 zu schlagen. Und nach Läufer schlägt F5 war die schwarze Idee, das Endspiel nach Dame schlägt G5 anzustreben. Auch das ist keine schlechte Idee, aber Weiß hat hier zum Glück noch den Zug Läufer E4, sodass man den Turm angreift und nicht unbedingt eine schlechte Struktur in Kauf nehmen muss. Nach Turm C7 folgte Turm C2. Der Bauer ist gefesselt, weil der Turm auf C7 hängt. Es folgte Springer F6 und Läufer D3. Der Bauer ist nach wie vor gefesselt. Deshalb Springer D5. Hier droht jetzt Springer B4. Das ist ein bisschen unangenehm, aber ja, Weiß hatte durchaus die Chance, D schlägt C5 zu spielen, einfach weil man natürlich nach Springer B4 auch diesen Läufer noch decken kann. Und ja, nach sowas wie Turm C5 schlägt Turm C1, Turm C8, ist die Stellung recht ausgeglichen. Man kann natürlich argumentieren, dass dieser C5-Bauer sehr schwach ist, aber er ist schon auch die einzige Schwäche in der schwarzen Stellung und es ist nicht so leicht, den nochmal anzugreifen. Denn gerade mit dem Springer auf D5 ist B4 erstmal keine Option
Und wenn nötig, kann der Springer auch mal nach B6 zurück, sodass man nach A3, B4 dann zum Beispiel mit C4 reagieren kann. Also A3 war nicht so nötig. Und jetzt nach Turm FC8 kam ein recht grober Fehler. Ganz wichtig, Weiß könnte auch hier jetzt natürlich auf C5 schlagen und nach Turm schlägt C5, Turm C1, würden sich vermutlich die Türme tauschen und das Endspiel mit Läufer gegen Springer sollte ausgeglichen sein. Grundsätzlich würde ich in solchen Stellungen etwas den Läufer bevorzugen, aber da die Bauernstruktur hier recht symmetrisch ist und da der G5-Bauer schon bereit ist, eine Menge weiße Bauern zu tauschen, wenn sie nach vorne kommen, glaube ich nicht, dass Weiß hier ernsthaft Chancen kriegen würde. Weiß spielte aber Läufer A6. Und das ist ein guter Moment für alle von euch, die gerne mal rechnen wollen. Die Idee ist klar, Weiß möchte einfach den Turm von C8 verjagen. Aber Schwarz hat hier den starken Zug C schlägt D4, denn der Turm auf C2 ist ungedeckt. Läufer schlägt C8 geht nicht, denn nach Turm schlägt C2 verliert Weiß einfach Material. Der Läufer hängt, E3 ist angegriffen, B2 ist angegriffen, hier fliegt die weiße Stellung völlig auseinander. Deshalb schlägt Weiß auf C7, aber nach Turm schlägt C7 und E schlägt D4 hat Weiß einfach die schlechte Struktur und Schwarz kann auch noch den Turm aktivieren und mit dem Turm auf der zweiten Reihe ist diese Stellung natürlich absolut fantastisch. Und nach B3 kommen wir jetzt langsam in die Phase der Verwertung, bei der ich auch immer wieder sehe, dass viele Probleme haben, mich eingeschlossen. Natürlich kommt das immer ein wenig auf die Stellung an, aber es ist ganz wichtig, nur weil man auf Gewinn steht, gewinnt man nicht automatisch, also gerade in solchen Stellungen, wo man eben nichts mehr hat, sondern einfach nur stellungsmäßig auf Gewinn steht. Und da muss man manchmal auch einfach geduldig sein. Hier hat Schwarz Springer F4 gespielt. Das ist an sich kein schlechter Zug, aber wahrscheinlich wäre es zu raten gewesen, einfach erstmal den König zu aktivieren. Der König kann jetzt nach D6 laufen. Danach kann man immer noch sich um Ideen wie Springer F4 kümmern. Springer F4 ist so ein Zug, den sollte man spielen, wenn er sofort gewinnt. Aber das tut er hier definitiv nicht. Weiß hat jetzt Turm D1 gespielt. Das ist vielleicht nicht der beste, sondern man könnte stattdessen auch G3 spielen, denn hier nach König G2 wird der Springer zwar nicht gefangen, aber irgendwie steht er trotzdem ungünstig und Weiß könnte versuchen, mit D5 sofort Gegenspiel zu bekommen. Mal um ein Beispiel zu zeigen, schlägt und Läufer D3. Und die Idee von Weiß ist recht simpel. Der Läufer soll den Bauern auf G4 wegnehmen, also zum Beispiel Turm A2, Läufer F5, Turm A3, Läufer G4. Jetzt muss der Springer sich retten und dann sowas wie Turm D1. Und nach Turm B3 und Turm D5 steht natürlich Schwarz besser, aber die Frage ist, wie viel ist dieser Vorteil noch? Man hat hier ein wenig die Kontrolle verloren. Ja, man hat zwei verbundene Freibauern, aber das Spiel findet auf zwei Flügeln statt. Dafür ist der Läufer einfach deutlich besser als der Springer. Und der Läufer kann auch ganz gut gegen solche Freibauern kämpfen, vor allem in Verbindung mit dem Turm. Und deshalb hat Weiß hier wirklich schon ganz gute Chancen, die Stellung zu halten. Turm D1 ist recht passiv. Und hier ist jetzt eine kleine Frage an euch. Würdet ihr Turm B2 oder Turm A2 bevorzugen? Auch das ist wieder etwas, das sieht vielleicht unwichtig aus, kann aber am Ende spielentscheidend sein. In der Partie kam Turm A2. Vielleicht wäre aber Turm B2 etwas besser gewesen. Der Punkt ist, dass man hier nach B4 dann Turm A2 spielt. Und hier kann Weiß einfach nicht mehr A4 folgen lassen. Wenn stattdessen Läufer C4 kommt, dann bringt man den König ran. König F8. Okay, wahrscheinlich König F1 oder so und König E7. Die Idee ist es, den König nach D6 zu bringen, dann kann man den Springer zurück nach D5 holen und dann schaut man mal, wie man die Stellung weiter verbessern kann. Eine Idee könnte natürlich sein, irgendwie Springer C7 und B5 vorzubereiten, denn irgendwie kann es irgendwann mal schwierig werden, den B3 zu decken. Auf jeden Fall ist es hier ganz wichtig, dass Schwarz die Kontrolle behält. Turm A2 war insofern nicht perfekt, weil A4 eben Weiß durchaus helfen kann. Natürlich würden die Bauern an sich nicht so gern auf weißen Feldern stehen, aber wenn man schlechter steht, dann kann man die da eben gut mit dem Läufer decken. Turm C2 und Läufer C4. Jetzt kam König F8 und König F1. Und hier ist auch ein wichtiger Moment, in dem beide Seiten so ein bisschen das weiße Gegenspiel unterschätzt oder vielleicht auch nicht gesehen haben. Schwarz hat König E7 gespielt. Etwas besser wäre Springer D5. Ich kann verstehen, dass man den nicht spielen will, denn natürlich hat Weiß jetzt die Chance, ins Turmendspiel abzutauschen. Aber, ja, nach Turm E1, Turm B2 und Turm E3 steht natürlich Schwarz besser. Also durch den aktiven Turm hat man mit Schwarz die besseren Chancen. Allerdings, ja, bleibt es vielleicht auch bei besseren Chancen. Also wie man die Stellung jetzt gewinnen soll, ist tatsächlich nicht ganz klar.
Das Problem nach König E7 ist nicht etwa Turm E1 wie in der Partie, sondern dass Weiß sofort D5 spielen kann. Und in diesem Turmendspiel nach zum Beispiel schlägt, 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 hier hat Schwarz sicher gar keine Chancen zu gewinnen. Der G5 ist schwach, der Turm kann nach B5 kommen, jetzt steht auch der weiße Turm sehr aktiv und wenn auch noch der weiße Turm aktiv ist, dann gewinnt man das eben nicht. Stattdessen Turm E1, König D6 und jetzt hat sich diese D5-Geschichte erstmal erledigt. Und nach G3 ist wieder die Frage, wo soll der Turm hin? Schwarz hat sich für Springer D5 entschieden, aber hier wäre vielleicht auch ein guter Moment für Springer H3 gewesen. Ich habe mal Turm E2 überprüft, denn irgendwie muss Weiß ja das Einschlagen auf F2 verhindern. Aber nach Turm C1 ist es irgendwie schwierig für Weiß, also König G2 funktioniert gar nicht wegen G4 und Turm G1 matt. Deshalb muss man Turm E1 spielen. Und dieses Endspiel kann schon sehr unangenehm für Weiß sein, vor allem auch wegen dem Zug Springer G1. Hier ganz wichtig zu verstehen, der Springer sieht schwierig aus, aber er kommt auf jeden Fall im nächsten Zug mit Springer F3 raus. So auch nach F4, hier spielt man G4, der Springer kann nach F3. Was wir überprüfen sollten, ist, was ist denn mit dem Bauern-Endspiel. Aber auch das ist wegen der guten schwarzen Struktur hier gewonnen. Schlägt, schlägt und König D5. Hier zwei wichtige Aspekte. Weiß hat diesen Isolani, der ist ungünstig, dadurch hat Weiß eine Bauerninsel mehr für Schwarz, als Schwarz. Was auch wichtig ist, der schwarze Doppelbauer ist keine Schwäche. Denn der schwarze Doppelbauer neutralisiert auch die weißen Bauern. Also dieser Bauer auf F7, G7 und G4, die sind nicht schlechter als die Bauern auf H2, G3 und F4. Der G4-Bauer neutralisiert den H2, obwohl er nicht auf der H-Linie steht. Dennoch ja, neutralisiert er ihn und ist deswegen eben genauso viel wert. Und nach König D3 hat Weiß das Problem, dass man hier einfach früher oder später in Zugzwang kommt. Also zum Beispiel A6, B4, B5 und nach A5, F5 hat Schwarz immer noch einen Abwartezug, aber Weiß muss schon den König ziehen und der schwarze König läuft dann eben entweder auf E4 oder auf C4 rein, nimmt den D4 weg und dann nimmt er einen nach dem anderen von den anderen Bauern weg. Deshalb Springer H3 wäre schon ganz clever gewesen, aber Springer D5 war jetzt auch nicht so schlecht. Das Problem ist, dass es hier nach Turm E2 eben nicht ganz so einfach ist, Turm C1 und hier nach Turm E1, also dennoch wäre das Endspiel nach Turm schlägt E1 gut für Schwarz, aber hier ist es nicht mehr ganz so gut wie vorher, weil der Springer eben nicht nach F3 kommt. Aber Weiß hat König G2 gespielt. Und hier der nächste wichtige Moment, in dem Schwarz ein bisschen wenig aufgepasst hat, wie das weiße Gegenspiel aussieht. Schwarz hat F5 gespielt. Besser wäre F6. Warum, sehen wir gleich in der Partie. Nach F5 kam Turm E5 und F6 hätte das einfach verhindert. Und stattdessen hätte Weiß sogar direkt auf D5 schlagen können und dann Turm E5 spielen. Hier ist das Problem, auf D4 schlagen möchte man nicht, weil Weiß auf E6 schlägt und der Turm direkt so aktiv ist und auf die siebte Reihe kommt. Und nach König D6 A5 fängt Weiß hier an, am Damenflügel Bauern zu tauschen. Aber Turm E5 ja, hat die gleiche Idee und wieder hat Schwarz nicht aufgepasst. Nach Springer C7 könnte Schwarz auf jeden Fall weiterhin auf Gewinn spielen, vor allem auch, weil die Drohung Turm D1 wirklich sehr unangenehm ist, weil Weiß dann gar nicht weiß, wie man diesen D4-Bauern decken soll. Stattdessen kam aber Turm D1 direkt. Und jetzt nach Läufer schlägt D5 hat Schwarz wieder eine kleine Taktik verpasst, um die Stellung im Gleichgewicht zu halten. Ganz wichtig, was ihr euch angewöhnen solltet, wenn Gegner eure Figuren schlagen, versucht mal nicht sofort automatisch zurückzuschlagen. Versucht zu schauen, habe ich irgendeine Alternative? Und hier hat Schwarz eine Alternative. Schwarz könnte auf D4 schlagen. Denn plötzlich hängen beide weißen Figuren. Natürlich nach Turm schlägt E6, König D5 und Turm E7 ist der schwarze Vorteil futsch. Also nach Turm B4 muss Schwarz jetzt die Stellung Remis halten. Das sollte man aber ehrlich gesagt schaffen. Also man nimmt auf B3, man kann mit G4 die weißen Bauern festlegen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Weiß große Gewinnchancen in diesem Turmendspiel bekommen sollte. Aber nach E schlägt D5, Turm schlägt F5 sieht das ganz anders aus. Denn nach Turm schlägt D4 fällt schon der nächste Bauer. Und nach Turm B4, Turm schlägt G7, Turm B3 und Turm A7 spielte Schwarz noch D4, aber gab gleichzeitig auf, denn die zwei Bauern sind hier wahrscheinlich einfach einer zu viel. Weiß hat drei verbundene Freibauern, der König steht auch nicht so weit weg vom D-Bauern und ja, damit ist die Partie vorbei. Hier haben wir, glaube ich, eine ganze Menge wichtige Dinge gesehen in dieser Partie, die bestimmt auch bei euch ab und zu mal vorkommen. Einmal war hier diese kleine Taktik nach Läufer A6. Ganz wichtig, aufmerksam sein.
Gegner greift den Turm an, das heißt nicht zwangsläufig, dass wir ihn wegziehen müssen. Solche Zwischenzüge wie C-Schläger D4 sollte man auf dem Schirm haben, natürlich beide Seiten, also weiß und schwarz. Und hier steht schwarz dann einfach besser, weil man in dieser Stellung den Turm auf die zweite Reihe kriegt, man hat die bessere Struktur und dementsprechend kann hier nur schwarz auf Gewinn spielen. Wir haben aber gesehen, dass schwarz in der Vorteilsverwertung mehrfach weißes Gegenspiel außer Acht gelassen hat und das war auch der Grund, warum er am Ende verloren hat. Deshalb ganz wichtig, wenn ihr besser steht, versucht euch nicht zu sehr zu entspannen. Die Partie ist nicht automatisch gewonnen. Versucht immer weiter fokussiert zu bleiben und versucht zu schauen, was planen eure Gegner. Denn wenn ihr jedes Gegenspiel unterbinden könnt, dann bleibt eure Stellung natürlich deutlich besser. Und dann ist es auch viel leichter, die Partie zu gewinnen. Aber hier hat Schwarz mehrfach Gegenspiel zugelassen, was auch daran lag, dass er es am Anfang ein bisschen zu sehr forcieren wollte. Also wenn man hier den König direkt nach D6 bringt, ist es, glaube ich, ein bisschen entspannter. Aber Springer F4 hatte natürlich auch eine sehr logische Idee, den Springer irgendwie nach H3 zu bringen, wenn Weiß G3 spielt und dann gegen den F2 zu spielen. Aber ja, wie wir gesehen haben, Gegenspiel beachten ist wirklich das Allerwichtigste in der Vorteilsverwertung und dann gewinnt man solche Partien eben auch. Und wenn man es nicht tut, dann kann man sie im Zweifel dann auch verlieren. Ja, danke für die Einsendung, Kuba. Für alle von euch, die mir noch keine Partie geschickt haben, aber die auch gern mal ihre Partie hier auf dem Kanal analysiert haben wollen, ich habe unten in der Infobox meine E-Mail-Adresse stehen. Da könnt ihr einfach die Partie hinschicken als chess.com-Link, LeeChess-Link, Partieformular, wenn es einigermaßen leserlich ist oder natürlich auch am liebsten eine PGN-Datei, wenn ihr sowas erstellen könnt. Das ist für mich am einfachsten, aber die anderen Möglichkeiten gehen auch. Schreibt mir gerne ein bisschen was dazu, wie diese Partie entstanden ist, so was die Umstände waren. Gerne auch so ein bisschen, also ungefähr wie stark die Spieler waren. Das ist immer ganz gut zur Einordnung, auch für die anderen Zuschauer. Wenn ihr es nicht macht, ist auch nicht schlimm. Die Partien kommen sowieso alle in einen Lostopf. Dann lose ich aus, welche ich als nächstes zeige. Das scheint mir am fairsten. Und ja, dann kann vielleicht auch eure Partie mal vorkommen. Ich hoffe, euch hat die Partie heute gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich denke, es war in jedem Fall sehr lehrreich. Wir haben eine Kleinigkeit in der Eröffnung gesehen, die man verbessern kann. Also alle von euch, die auch diese Variante spielen, vielleicht habt ihr jetzt verstanden, warum man H6 spielt? Vielleicht wusstet ihr es auch vorher schon. Und ja, Vorteilsverwertung, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Da kann man so viele Punkte holen. Und dementsprechend ja, hoffe ich, dass ihr aufmerksam bleibt in euren Partien und dann eben den einen oder anderen halben Punkt mehr holt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!